vorne ist immer Platz, das ist definitiv so. Wenn Sie schauen, also das Feld anschauen, dann ist, wenn Sie ganz vorne sind, können Sie die Richtung bestimmen. Sie können sagen, ich gehe rechts, ich gehe links. Es ist vollkommen offen. Wenn Sie hinten noch eilen, dann in der Spur sozusagen des Innovationsführers, dann ist das nicht mehr so einfach. Dann können Sie das Spur nicht mehr aussehen, sondern es fahren in der eingefahrenen Spur nach und überholen ist praktisch unmöglich. Also das ist einmal das Thema, wie weit ist vorne Platz? Und das zweite Thema ist natürlich, okay, wie komme ich denn dorthin? Und wie ich dorthin komme, da muss ich wirklich konsequent Entscheidungen treffen. Ich muss mich definitiv entscheiden. Ich gehe diese Mühsal an, dass ich Innovationsführer werden will, weil das ist wirklich eine anstrengende, schwierige Arbeit, die man da auf sich nimmt. Man muss Hindernisse überwinden, viele Hindernisse überwinden. Man weiß nicht, wie viele Hindernisse. Man weiß nicht einmal, wie hoch die Hindernisse sind. Man weiß nicht einmal, wie es ausschaut. Also, da gibt es die unmöglichsten Hindernisse. Auf einmal funktioniert die technische Lösung nicht oder ein Wettbewerber macht ein Patent oder was auch immer oder ein Lieferant oder ein Kunde springt ab. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Schwierigkeiten. Die müssen es einfach überwinden. Sie brauchen den richtigen Mindset. Sie müssen sie dazu committen, dass sie sagen, ja, ich ziehe das durch, ich mache das, so schwierig es auch sein mag, ich tue das. Und eins sagt, ja, es lohnt sich. Also Innovationsführerschaft, Innovation, der Lohn ist so reichlich, dass sie die ganzen Anstrengungen 100-mal lohnen und das wird ihnen jeder Sportler bestätigen, dass er mal überwunden hat, irgendwas ganz was Herausragendes zu machen. Das ist einfach lässig. Selbstmotivation, er muss an sich glauben, er muss an das Projekt glauben, er muss alle anderen mitmotivieren, denn Innovation alleine zu hebeln ist unmöglich. Sie brauchen die gesamte Organisation und ich sage, bei uns war es relativ einfach. Wir haben einen CEO in Wolfgang Eder, der zu 100% davon überzeugt war und nach wie vor ist und der hat uns da vorangetrieben und wir sind alle hinten nach, weil er halt eine Lichtfigur ist und das macht es dann leicht und so einen brauchst. Jede Chance auf Innovation ist ein Segen. Also da wird noch vieles auf uns zukommen, wie wir unsere Geschäftsmodelle anpassen können, wie wir neue Innovationen bringen können. Und Innovation heißt ja eigentlich nur, dem Kunden einen zusätzlichen Nutzen bringen. Wir haben damit die Chance, zusätzlichen Nutzen zu schaffen für alle. Und das ist eigentlich eine Riesenchance, also die wir unbedingt ergreifen müssen. Und ja, also keine Angst vor der Zukunft.